Heute geht's ab in die Steiermark. Yay! Oh mein Gott. Gestern wollte man nüchtern bleiben, das haben wir gut geschafft. Und ja. Bringt's mich um. Ich hab keine Ahnung, wo, in welche Richtung geradeaus ist. Na dann, was nehmen wir, Karl? Story-Aktion. Na so, ja, da kommen wir nicht drum herum. Hey, greif das Dreckzeug doch nicht an. Ja, gleich drei, wenn es so günstig ist. Ja, das sollte mal reichen für 2 Stunden Autofahrt. Na. Müssen wir noch bei der Raststation stehen bleiben. Gut, wir sind jetzt bei unserem ersten Zwischenstopp in Cosenzersdorf. Und jetzt werden wir mal den Karl fragen, was er sich so erwartet von dem heutigen Tag. Karl, bitte, erzähl es uns. Also ich erwarte mir heute, dadurch, dass die Steirer schlecht über Wiener denken, dass ich den Steirern Kindern zeige, dass wir so richtig Schnaps saufen können. Nicht wie die Schwuchteln von den Bergen. Die können nämlich wirklich trinken. Denn dann mache ich einen gescheiten Karl Special Misch, dass er sich nur mehr anscheiße. Auf jeden Fall habe ich. So, laut Navi 2 Stunden 3 Minuten. Wir fahren. Schaffen wir in einer Stunde. Karl? Ha? Du bist dran. Hey Justin, mach mal Handy an. Justin? Mach mal an, Justin ist an. Okay. Hey, was habe ich in den Internets gesehen? Hier, scheiß Pussy. Missgeburtenbrot. Hey, Doreen, was hast du gegen meine Mutter gelabert, du Fotze? Deine Mutter fickt dich selber, aber nur im Suff. Deine Mutter macht Praktikum im Puff. Deine Mutter hat Sackratten als Untermieter. Deine Mutter hat Thomas Papi und heißt Dieter. Deine Mutter trägt den Schammer als Winterjack. Das
sind jetzt angekommen am Platz, wo die Geburtstagsfeiern steigen. Und schaut ziemlich interessant aus, oder Günther? Wie taugst du dir? Ja. Bier ist noch gratis da rein. Bier ist noch gratis, wie lange? Bis nichts mehr da ist. Ja, der Shop. Der Shop mal. Auf die Ewe! Auf die Ewe! Ich kann nicht saufen. Bist du gelähmt? Ich kann nicht saufen. Ich muss mindestens 3 Wochen Bar schrauben. Cool, wer noch da zum Nachschicken. Schlafen braucht man uns nicht anschleichen. Mir tun die Kühe jetzt schon leid. Ich hoffe, denen passiert nichts. Sonst kommen wir nicht. Ich denke an sie. Brauchen wir auch die Alpha-Kuh. Die, wenn wir die fertig machen, sind wir Heeresführer, Alter. Vom Rudel, die folgen uns überall hin, Alter. Die werden auf der Autobahn hinter dem Auto nachlaufen, weil wir die Alpha-Kühe sind, Alter. Bis wir uns von einer anderen Kuh umstoßen lassen. Also in der Fetten schaffen wir das sicher. Also da drüber grauen können wir sicher. Da drüben haben wir eine Chance, dass wir rüberkommen. So. Ich werde versuchen, Verbindung mit der Alpha-Kuh aufzunehmen. Ja, welche ist denn das? Das ist die hellste da. Keine Chance. Keine Chance. Karl, high five. Forelle! Passt, wir haben die Alpha-Kuh ausfindig gemacht. Welche ist die Alpha-Kuh? Jetzt sollte uns die unterste. Die unterste ist fix nicht die Alpha-Kuh. Oh ja, die war die einzige, die zweimal hergeschaut hat, wie ich mit ihr. Die war die einzige, die im besoffenen Günther realisiert hat. Deshalb ist sie die Alpha-Kuh. Bullshit. Ich bin gespannt, wenn die Bauern herkommen und schimpfen. Was gehen wir? Die schauen eh schon alle aus dem Fenster draußen. This is a very traditional Austrian song called the Zillertaler. Also wir sind gerade in der Steiermark. Der Zillertaler Hochzeit. Und das Fest, wir haben noch nie so ein tiefes Fest gesehen, wirklich. Die tanzen zu Blasmusik. Schaut sich das an. Das boxt nicht. Was haben wir da auch nicht? Fuck, Leute, der Wodka geht zum Eiger und wir wissen nicht, was wir tun sollen.